Hallo bei aramil.com. Ich möchte mit euch heute gebratene Karotten mit Knoblauch und Kräutern zubereiten. Und wir brauchen dafür frische, junge, gut gewaschene Karotten, grob gehackten Knoblauch, Petersilie, Thymian, Jungzwiebel, etwas grob geriebenen italienischen Hartkäse. Ich habe hier Grana und ein gutes Olivenöl. Den Thymian zupfe ich ab und werde es jetzt zusammen mit der Petersilie grob hacken. Und die Jungzwiebel, da entfernen wir ganz einfach vorne die Spitze, schneiden in die Hälfte. Ich schneide ihn dann auch ganz grob in Stücke. Die Kräuter gebe ich jetzt zusammen mit dem Knoblauch, Salz und Pfeffer und dem Öl in eine Schüssel und werde das alles vorsichtig vermischen. Ich habe jetzt Alufolie vorbereitet und darauf habe ich Backpapier aufgelegt. Das jetzt noch ein bisschen mit dem Öl einstreichen. Ich gebe auch gleich einmal etwas von den Kräutern darauf. Kommen meine vorbereiteten Karotten drauf und die restlichen Kräuter. Ich habe den Backofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Ihr könnt diese Karotten aber auch ganz wunderbar am Grill zubereiten, auf einer nicht zu heißen Zone. Bestreuen wir noch mit dem Parmesan. Und jetzt werde ich es gut einrollen und dieses Päckchen könnt ihr jetzt, wie gesagt, auf den Grill legen oder in den Ofen geben. Ich habe jetzt die Karotten aus dem Ofen geholt und das sieht ganz, ganz wunderbar geschmort und so werden wir es jetzt servieren. Unsere jungen Karotten mit Knoblauch und Kräutern duften himmlisch, sind eine herrliche vegetarische Variante zum Grillen, gehen aber auch im Backofen. Und dazu passen Dips und Salate. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es für euch wie immer unter www.euromil.com.